Schocknachricht aus der Boxwelt. Graziano Rocchiciani, den meisten eher bekannt als Rocky, ist tot. Wie die Berliner Zeitung berichtet, ist der erstmals im Jahr 1988 gewordene IBF-Weltmeister in Italien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er selbst soll als Fußgänger unterwegs gewesen sein. In Italien hatte der ehemalige Boxer, wie die BZ weiter berichtet, eine Freundin, mit der er zwei Kinder haben soll. Für die pendelte er zwischen Berlin und Italien, wie auch in dieser Woche. Rocchiciani wurde nur 54 Jahre alt.